Hallo, nicht erschrecken, keine Angst, der Spielstand ist nicht weg. Ich wollte nur ganz kurz in diesem Bildschirm anfangen, weil dann vergeht die Zeit nicht. Und wir haben die Zeit im Rücken. Ich habe mich gerade, war dieser Punkte schon die ganze Zeit da mit den Tagebüchern? Irgendwie, ich kann noch nicht draufdrücken. Seltsam, seltsam. Sollte ich etwas niesen, tut es mir leid. Ich niese mich zu Tode zurzeit. Vielleicht liegt es an den Pollen. Ich hoffe, dass es an den Pollen liegt. Sonst habe ich da keine logische Erklärung für. Ich hatte auch gerade schon eine Hornisse hier bei mir drin, weil es ist schon schön warm draußen. Es ist voll schön draußen, aber ich habe noch kein Fliegengitter dran. Und deswegen, kurz bevor ich aufnehmen wollte, ist hier eine Hornisse reingeflogen. Und die sind ja immer so groß. So groß sind Hornissen, natürlich. Völlig unnütz, diese Viecher, aber egal. Ja, und deswegen musste ich warten, bis die draußen ist und muss immer Data beschützen, weil ich Angst habe, dass die zu Data fliegt. Und naja, jetzt sitze ich hier, Fenster ist zu, mir ist warm. Bravo. Moment, was ich sagen wollte, bevor ich hier, ich muss ja irgendwie mal zur Potte kommen. Ja, also, ich habe mich da mal ein bisschen belesen, weil ich dachte mir, Mensch, Annika, du musst mal kurz nochmal herausfinden, wo ist denn eigentlich der Timberwolf Mountain? Weil, so. Ne, bei der Herausforderung sollte man vielleicht nicht auf gut Glück, und ihr habt ja auch alle fleißig schön und so Kommentare geschrieben. Ja, der Timberwolf Mountain ist ja wirklich um die Ecke. Wie soll ich das schaffen? Der ist, wir, passt auf, wir müssen jetzt nämlich zum Pleasant Valley. Pleasant Valley, ich liebe Pleasant Valley, ich will nicht irgendwie ins Pleasant Valley. Wir müssen zum Pleasant Valley. Und beim Pleasant Valley, ich habe mir das wirklich nur grob auf der Karte angeschaut, weil, ne, ich will ja immer noch, dass das so ein bisschen Annika sieht als zum ersten Mal Ding ist und muss selber herausfinden. Und das Klettern wird auch richtig kacke, glaube ich. Und dann müssen wir wieder zurück. Und dann müssen wir zum Desolation Point. Also halt die nächste Map, die wir von der Küstenstraße aus jetzt hier haben. Wow. Also, wenn wir bis zum Timberwolf Mountain schaffen in den 7 Tagen, bin ich schon sehr stolz auf mich. Och Mann, und ich weiß, wir müssen, bevor wir auch klettern, müssen wir hoffnungsloser Rettungsversuch. Ja, hoffnungslos. Hoffnungslos ist auf jeden Fall. Wir müssen auch versuchen. Was müssen wir versuchen? Was wollte ich sagen? Ach so, ihr Wicht loszuwerden. 2 Tage, 30 Minuten. Oh Gott, wir haben noch 5 Tage. Ich würde. Ach so, Fortsetzmusik drücken. Ich würde sagen, das wird ein Traum. Draußen war gar nicht hier so Kackwetter, ne? 4 Stunden Tageslicht. Wir sind überladen. Was haben wir denn mit? Ich muss ganz kurz gucken. Manchmal hängt das Spiel. Das Spiel ist auch heute wirklich sehr komisch in sämtlichen Formen. Hier, was wiegt der denn? Gucken Sie mal, Not Commander, ich höre sogar auf Sie. Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte nur mal sagen, ich lese Kommentare. Wenn ich auch manchmal nicht antworte, manchmal weiß ich nicht, was ich antworten soll, oder brauche ein paar Tage länger, um zu antworten. Wir sind natürlich immer noch. Alter, wo, warum? Was haben wir denn mit, dass wir so Mega-Monster? Ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Ich weiß, Holz, aber wir brauchen noch Holz. Und dann, ich weiß nicht. Was ist denn so schwer? Das Essen, ne? Aber das Essen brauchen wir erst recht. Wie sieht's denn, wie steht's denn um uns? Wir sind erschöpft eigentlich, wir haben einen trockenen Mund und Hunger sind wir ohne. So viele Liter sind das gar nicht mehr. Ja, schmatz mal ein bisschen rum. Oh, also. Ach so, mal der gucken wollte. Ach, von hier aus kann ich die Fackel mir nicht machen. Da muss ich vor einem Feuer stehen, oder wie? Dann könnten wir auch, da oben rennt ja auch dieser. Ich will eigentlich jetzt heute würde ich schaffen, noch unbedingt. Zur Mine. Um zur Mine zu kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir da richtig dahin kommen. Ich höre so viele Geräusche gerade, dass ich mega irritiert bin. Ist das Haus da neu? Nee, ne? Und ja, Badflächen können wir jetzt auch so her. Nee, könnte ich nicht Badflächen. Ist das Haus da neu? Die Dinger hier, die Verbände mit den Badflächen, die können wir jetzt auch wohl ohne Crafting Bench herstellen.
Das war nämlich der Grund, warum ich sie nicht mitgenommen habe, weil ich mir dachte, ach, naja, wir sind überladen und nehmen noch mehr mit. Ganz ehrlich, mir sind gerade die Häuser ein bisschen egal. Eukovic, nese nicht zu doll. Das tut mir wirklich leid. Irgendwie halt Megapoint-Flug und alles hier und so, ganz viel. Mein Auto sieht auch ganz toll aus. Wo ich immer parke, da ist so ein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es eine Linde? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt da so viel Zeug runter, dass mein Auto. Also, mein Auto ist eigentlich orange. Es hat jetzt so einen gelben Überzug. Super. Naja. Brauche unbedingt halt, wie gesagt, habe auch heute noch kein Fliegengitter an der Fenster. Weil die jedes Jahr neu ranmache, aufgrund der Pollen. Weil das sieht halt mega schrecklich immer aus. Gerade wenn du schwarze Fliegengitter ran babst, wird mir immer. Wir müssen. Ich höre was. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen paralysiert, ne? Ich versuche abzuschätzen, was das ist. Es ist kein Reh. Ich glaube, das ist ein Bär. Ich glaube, das ist der Bär. Weil ich glaube, ist nicht da sogar die Höhle? War das nicht so? Ich weiß, wir können auch schießen. Das ist mir klar. Oh Mann, die Geräusche machen mich gerade kirre. Ich sehe jetzt überall irgendwo und alles und oh Gott. Ich weiß nur, dass wir nicht mehr, wir dürfen eigentlich nicht mehr anhalten. Eigentlich müssen wir sogar in der Nacht durchlaufen. Dann können wir es vielleicht schaffen. Ich muss mal diese Fackel ausprobieren. Ich denke immer an so viele Sachen nicht. Das ist irgendwie ganz seltsam. Und ich denke auch irgendwie ein bisschen normal. Ich glaube, ich laufe falsch, ne? Aber wir kamen doch auch so ein bisschen von unten an die Mine ran. Ach, je. Ach, je. Kann doch sein, dass diese Folge heute hier später kommt. Als wie gewohnt. Einfach, ich habe es nicht geschafft, gestern aufzunehmen. Also, mit gestern meine ich Sonntag. Dass am Montag die Folge nicht zu spät kommt, was heute definitiv machen wird, denke ich mal. Weil ich war gestern bei meinen Eltern, weil die haben halt Garten und so und bei dem schönen Wetter bin ich gerne im Garten. Schande! Komme ich da überhaupt noch hoch? Und natürlich auch, weil Mutti-Tag war. Da geht man gerne mal zu Mutti. Ich gehe auch sonst gern zu Mutti, aber da ist recht. Ja, und dann war ich sehr spät zu Hause und dann. Ist halt blöd, Long Dark kann man nicht einfach mal so sagen, oh, ich nehme jetzt mal ein Part Long Dark auf. Ja, und dann wartet. Ist ja erstmal blöd wegen Speichern. Ich muss sagen, uns geht's gerade, also gerade ist wirklich hier voll easy peasy, also was unseren Zustand angeht. Zurzeit sage ich auch gerne easy peasy, warum auch immer. Ich sag auch zurzeit gerne really. So, really? Warum sage ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Manchmal gewöhne ich mir irgendwelche komischen Sachen an. Ja, und dann hatte ich gestern, wie gesagt, man kann eigentlich einfach eine Folge Long Dark aufnehmen. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Dann konzentriert man sich auch nicht richtig, finde ich. Und sich bei so. Schön. Sich bei so Long Dark nicht zu konzentrieren ist fatal. Ist mega, mega fatal. Dann halt gestern noch. Eigentlich gucke ich ja mega selten. Mega sage ich auch total gerne. Mega, mega. Eigentlich gucke ich eher seltener Fernsehen. Aha, ja, da sind. Ja, oh doch, könnte sein. Mal gucken, hier ist doch auch der Bär. Hier sind überall Bäre. Die Bärse, die Teddybären. Eher seltener Fernsehen. Und gestern halt durchgeschalten und dann kam Der Fluch. Das ist so eine Verfilmung von einem Stephen King Buch. Und ich habe es mir einfach mal angeguckt, weil ich den Film noch nicht kannte. Und ich bin halt ja so ein riesen Stephen King Fan. Zurzeit mache ich auch eine sehr interessante Sache, da ich mir vorgenommen habe, in meinem Leben sämtliche Stephen King Bücher zu lesen.
Irgendwann kam auch das Hören mit dazu, weil, ne, heutzutage funktioniert das ja auch gut mit den Hörbüchern. Hallo Häschen, na? Also ich lese zurzeit parallel zwei Stephen King-Büchern, eins höre ich. Klappt gut, muss ich sagen. Also komm nicht durcheinander. Naja, und wollte halt einfach mal mir den Film angucken und dachte mir eigentlich, ich habe den Fluch von Stephen King habe ich noch nicht gelesen, aber ich dachte mir mal wieder, dieser Film, der kratzt bestimmt nur, also ich muss sagen, gerade bei Stephen King Sachen, wenn ihr zum Beispiel Filme wie S kennt oder hier, was ist denn noch? Shining. Sag mal, also was ist mit dir los? Ein bisschen Disco? Shining ist ja natürlich einer der prädestinierten Filme oder Bücher, die verfilmt wurden von King. Das kratzt so schrecklich nur an der Oberfläche. Kann ja sein wirklich, dass die gut sind. Die sind ja wirklich nicht schlecht, die Filme. Aber ich empfehle euch wirklich, also solltet ihr auf sowas stehen, gibt doch Leute, die können King nicht leiden oder die Art, kann ich total gut verstehen. Ich mag das unheimlich, wie er schreibt. Ja, dann lest bitte das Buch dazu. Dat. Und da dachte ich mir gestern nämlich genauso. Manche denken ja so, wenn ich jetzt den Film geguckt habe, vielleicht ist das dann blöd mit dem Buch. Bei King ist das nicht so. Bei King ist das eher so, dass du jetzt, ob du den Aperitif bekommen hast und dann das Buch ist dann der richtige Hauptgang. Das ist so. Weil das schaffst du nicht. Du schaffst das nicht wirklich. Oder zum Beispiel zur damaligen Zeit heutzutage. Sag mal, kommen wir irgendwann mal an. Heutzutage traut sich irgendwie ja, glaube ich, keiner so wirklich an den King. Buch, also dazu verfilmen, was ich verstehen kann. Er selber ist ja da auch ein bisschen komisch. Ah ja, nee, war ja jetzt interessant. Ich mag auch so eine alten Filme, wie sie da versuchen, viele Sachen umzusetzen. Heutzutage ist das ein Klacks, damals war das nicht so klacksig. Tja. Ach so, ja, wer vielleicht wissen will, ich lese zurzeit parallel Joyland und Friedhof der Kuscheltiere. Das Schlimmste, also was heißt das schlimmste Buch im positiven Sinne, ich meine das dickste Buch. Ich glaube, S ist so dick ist S, da bin ich durch. Ist auch einer der besten, muss ich sagen. Also S ist wirklich. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich mag mich dran zu erinnern. S ist wirklich unheimlich gut. Dem Film. Ich glaube, den Film habe ich mir mal nur mal kurz so angeschaut. Ich habe mir den noch nie richtig angeguckt. Den wollte ich mir mal unbedingt holen. Habe ich nie geschafft. Oh, das mit meiner Nase regt mich mega auf. Ich hasse, also ich hasse, nicht hassen. Drückt das immer sehr, sehr krass aus in dem Moment. Ich mag es nicht, wenn Leute näseln. Also wenn sie Schnupfen haben oder ne, eine zu Nase wegen Pollenscheiß. Ne? Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber eigentlich möchte ich das selber niemanden antun. Huiuiui. Guck mal, Anna, wir haben's gleich. Oh Gott, ich muss mir hier so kleine große Ziele setzen, dass ich wirklich das. Oh Gott. All klar. Wollte ich jetzt noch sagen, ich hoffe durch die Mine. Wollen wir noch. Also. Scheiße, das wollte ich. Na, ich meine, in der Mine können wir uns doch überhin packen. In der Mine ist ja nichts, zum Glück, hoffe ich. Das mit dem Müdesein, das müssen wir, bevor wir klettern, unbedingt noch hinbekommen. Hier war nichts weiter, ne? Nee. So, Küstenstraße verlassen. Ja, unbedingt. So, hier ist die Gluthügel-Kohlebergberg. Ja, an das können wir uns ja noch erinnern. Ich zünde mal die Lampe an. Weil die kann uns hier. Oh, wie schnell wir laufen, ist der Megatraum. Der Traum. Auch die Dixie-Toilette. Ja, die gute Dixie-Toilette. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Ist das Kohle? Nee. Tut mir leid, ich habe dafür gerade nicht so die Verwendung. Ich weiß auch nicht, ob ich hier wieder jeden Gang abwimmel. Die Musik war vorher hier noch nicht, ne? Vorher waren hier immer nur diese Geräusche, die mich so kirre gemacht haben. Ich lauf weiter. Komm, Annika, lauf weiter. Wenn du da nicht lang gehst, musst du auch nichts looten. Auch übrigens, ja, wie gesagt, war gestern bei meinen Eltern. Ich fand das gestern so süß.
Er hat ja schon mal erzählt, dass meine Mutti, die spielt ja, die ist ja großer Witcher-Fan. War der Gang davor auch schon? Ja, ne? Ja. Die ist ja großer Witcher-Fan. Und, nee. Brecheisen. Nee, haben wir, oder? Wartet mal. Schon wieder Leder. Nee, brauche ich. Oh, hätte ich das mal alles in meinem anderen Spielstand, der nicht mehr existiert hier vorne. Ich muss mal kurz halt gucken. Unsere Schuhe. Oh, boah. Also. Wir müssen hier wieder. Müssen wir hier wieder durch? Ich muss gleich mal kurz überlegen. Oh, die Musik ist voll schön. Ich muss mal kurz überlegen, ob wir Kapitän der Patrone sehen, die wir haben. Ob wir hier wieder durch müssen, wenn dann unsere. Oh, Kanister. Ich lösche mal kurz die Lampe. Was wollte ich sagen? Wenn wir wieder durch müssen und unsere Schuhe sind kaputt. Kaputt aus Gründen, dann. Wie viel Vorrat haben wir? Habt ihr das gerade richtig gesehen? Alter Schwede. Dann kann ich das auch nehmen. Dann noch. Okay, hier ist nichts. Erste-Hilfe-Set. Ja. Ja, das nehme ich alles. Auf jeden Fall. Ich muss was loswerden. Stoff. Nee, will ich halt nicht hier. Ja, auf jeden Fall meine Mutti. Und meine Mutti, ne, die benutzt ja kein Internet oder so. Und die spielt halt ihren Witcher da und hat jetzt auch schon mit dem DLC angefangen. Mit Hearts of Stone. Wir müssen unbedingt schlafen, wenn wir, bevor wir rausgehen ins Pleasant Valley. Und dann habe ich ihr halt, hat das neue DLC Blood and Wine halt gezeigt. Ach Gott, wie sie sich gefreut hat. Ist herrlich. Ist wirklich herrlich. Ist süß. Mag ich immer. Ich mag es so ungemein, wenn meine Mutti, wenn du so dieses Leuchten in den Augen siehst. Da wirklich, da brauchst du dich nicht mehr. Ach ja, hier ist die Leiche. Hi! Du hast eine andere Lampe. Da braucht man sich wirklich nicht zu fragen, woher ich diese Affinität zum Computerspielen habe. Obwohl meine Mutti damals nie Computer gespielt hat. Das hat erst in den letzten Jahren angefangen. Sind wir hier richtig? Eisen! Jetzt sieht aus wie Eisen, also. Sind wir richtig? Oh, Hajemine. Deswegen, meine Mutti sagt doch immer, meine Eltern gehen nächstes Jahr in Rente. Und sie sagt doch immer, ihr ist egal, irgendwie was passiert. Hauptsache, sie kann sich da noch Sachen für den Witcher oder wenn neue Witcher-Teile rauskommen oder irgend sowas leisten. Also auf die Rente bezogen. Zimmer ist mega süß immer. Aufstemmen? Ja, okay. Bringt mir vielleicht gar nicht so viel. Auch noch nass warm. Haben wir den? Abgenutzte. Wir haben noch aber ganz gute Stiefel. Jetzt haut mich bestimmt Ena immer. Was ist denn hier los? Thermostiefel. Einen Moment, Leute. Wartet mal. Oh Gott. Ich hab Stress wegen der Zeit und überhaupt. Getragene. Ach so, alle klar. Gut, die haben wir schon. Was wir nicht haben ist. Wir haben gerade einen dünnen Wollpullover an. Okay, einen dicken Wollpullover. Den ziehen wir an. Dann können wir den. Nee, zerlegen. Hatten wir noch Stoff? Wir hatten doch noch Stoff, oder? Ha, Annika ist durcheinander. Reparieren. Ja, ja. Alle Dude. Wir sind zwar mega, mega müde, aber. Passt. Oh, sehr schön. Ist ja ein Traum. So, jetzt zünden wir hier wieder halt an. Sehr gut. Nähset. Wie steht's denn im unser Nähset? Wo ist denn unser Nähset? Nähset. Wir haben. Warum haben wir. Warum? Warum mache ich denn sowas immer? Och, Annika, ey, wirklich. Ein Gewehrputzset. Was ist denn. Wie geht's denn unseren. Unser Gewehr geht ziemlich gut und das behört. Nee, könnte. Nee, komm. Was liegt denn da? Da liegt ein Schokoriegel, den will ich haben. Das ist ein Mysteriegel. Ich hab heute auch noch eine Stehessen. Das ist heute so früh ist gar nicht mehr, weil wie gesagt, ich war noch mit einer Hornisse beschäftigt, aber. Komm, Essen geht immer.
Da sollte ich nicht knausern und sparen und ach, Kohle bleibt da, wo du bist. Bleibt Kohle, Kohle, Kohle und dann ist gut. So, da geht nicht lang. Wir müssen hier lang. Oh Gott, ins Pleasant Valley, ey. Wie diese. Ich hasse diesen Ort. Da haben wir unseren Spielstand verloren. Da kommen wir mit dem Bär nicht so klar. Ah. Na. Ah. Wow. Ich weiß, der Part ist zu Ende, aber ich nehme euch noch mit bis zum Ende. Also, nicht bis zum. Liegt da irgendwas? Ja, da müssen wir hin. Da liegen. Ausgelaugt. Oh Gott, oh Gott. Geil. Richtig gut, nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal hier unten hin. Und dann beende ich den Part und dann gehen wir vor die. Also, wir schlafen hier natürlich nicht draußen. Wir müssen aber unbedingt schlafen, sonst funktioniert die ganze Chose hier nicht. Ich will nicht. Ja, Gewehrmunition. Nehme ich auf jeden Fall. Ich damals schon. Nee. Nein. Verleite mich nicht, Spiel. Brauchen wir alles nicht. So, sehr gut. Dann mach auf jeden Fall diesen hier. Ich möchte nicht, dass wir Zeit verlieren. Nein, 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 dürfen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ich bin gerade sehr froh. Ich bin gerade. Finde es gerade schön, dass wir zur Mine geschafft haben und eigentlich kurz vorm Pleasant Valley stehen. Ob wir es im Pleasant Valley schaffen, ich weiß es einfach nicht. Ich darf nicht vergessen, dass hier auch Wölfe und Bären halt noch rumlaufen, ne? Dann. Mal gucken, bitte. Es lief ja ganz gut bis jetzt. Wir haben es schon mal bisher geschafft. Und dann gucken wir am nächsten Part da mal weiter, wie es weiterläuft. Bis dann. Tschüss.